Ich bin Monika Pieper, ich bin die bildungspolitische Sprecherin der Piratenfraktion im Landtag NRW. Wer ist die Politik? Also wir möchten das auf jeden Fall und ich glaube, andere Teile aus der Politik möchten das auch gerne. Aber wir stoßen halt immer noch auf große Widerstände. Ist ein schwieriges Thema und ich glaube, bei vielen in der Politik ist noch gar nicht angekommen, welche Bedeutung das Thema für die Schulen hat, für die Digitalisierung in den Schulen. Und das wollen wir vorantreiben. Also wir haben gerade darüber gesprochen, es braucht ganz viel. Es gibt nicht ein Ding, wo man sagen muss, das muss jetzt passieren. Wir müssen OER in der Lehrerausbildung verankern. Wir müssen Projekte fördern. Wir müssen dafür sorgen, dass Lehrer die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, Dinge herzustellen und zu verbreiten. Ich glaube, wir brauchen ganz, ganz dringend Geschäftsmodelle, die OER fördern. Und ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass der Nutzen für alle, der Gemeinden, Nutzen für alle noch mal deutlicher wird. Es geht nicht nur darum, OER zu schaffen, sondern wir wollen offene, freie Bildung für alle. Und dafür kann OER ein ganz, ganz großer Bestandteil sein. Ich würde das gar nicht so parteipolitisch unterscheiden. Also wir wissen alle, es gibt im Bundestag durchaus Unterstützer bei der SPD. Schwierig wird es bei Parteien, glaube ich, die sehr wirtschaftsorientiert sind, die die Schulbuchverlage da in Gefahr sehen und glauben, das wäre der Untergang des Abendlandes, wenn wir zu offenen Lernmitteln kommen. Und da muss man noch viel Überzeugungsarbeit leisten.